Mein Name ist Andreas Speit, ich bin Journalist und Sozialwissenschaftler. Die autonomen Nationalisten kommen aus dem Spektrum der freien Kameradschaften. Der Name deutet es schon an. Hier haben Neonazis von den Linken versucht zu lernen. Deswegen der Begriff Autonome, weil sie aus dem Spektrum der Autonomen viele Aktionen und auch den Habitus versuchen zu übernehmen. Die Neonazis sehen einfach nicht mehr aus wie Neonazis. In der gesamten rechtsextremen Szene sind Frauen mehr und mehr sichtbar aktiv. Das heißt konkret, sie sind auf der Straße mit dabei, beim Marschieren, sie kandidieren für die NPD. Insbesondere die autonomen Nationalisten versuchen ganz gezielt mit recht poppigen Materialien, Flyern, junge Frauen anzusprechen. Aber gerade Aussteigerinnen haben uns berichtet, dass sie irgendwann immer an ihre biologische Grenze gestoßen werden. Das heißt, dass ihnen irgendwann konkret gesagt wird, du weißt schon, was deine Aufgabe als deutsches Mädel ist, deutsche Kinder kriegen. Oder dass ihnen gesagt worden ist, bei bestimmten politischen Aktionen, das sei nichts für Frauen. Und hier merkt man, die autonomen Nationalisten sind stylischer, sie sind moderner, aber in ihrem Weltbild genauso rückwärtsgewandt wie die gesamte rechtsextreme Szene. Die Gruppen der autonomen Nationalisten bilden geschlossene Kreise. Sie gehen ganz offen auf Jugendliche und junge Erwachsene zu, doch wenn sie dann in der Gruppe dabei sind, wird sich sehr bemüht, dass sie eigentlich keine anderen Kontakte mehr haben sollen. In den letzten Jahren sind gerade aus dem Spektrum der autonomen Nationalisten viele Jugendliche relativ schnell wieder ausgestiegen. Man kann sagen, schnell rein, schnell raus. Allerdings muss man auch betonen, dass der Ausstieg wirklich schwierig ist, weil das soziale Netzwerk, was man früher hatte, so gut wie kaum noch da ist. Dort braucht man wirklich dann Hilfe, wenn man rausgeht. Yeah.